Yo, Leute, was geht? Ich ist mal wieder euer Fimi. Heute wieder da mit einem neuen Video und mit einer neuen Serie. Und zwar heißt sie Have to Bear Him. Also auf Deutsch sowas wie ihr müsst ihn ertragen. Und in dieser Serie geht es immer um einen Spieler, den ich mir aussuche. Heute ist es, wie ihr hier schon sehen könnt, Yunus Malli in Form. Dann spiele ich so ein Spiel, wahrscheinlich nur ein Spiel, ein oder zwei Spiele, mal gucken. Mit einem Team, was ich um ihn baue, natürlich immer No Links Wasted, so wie das hier. Natürlich selber gebaut, gerade mal so in, ja, paar Minuten auf jeden Fall, finde ich ganz nice. Mit Cordoba, ein Beast vorne drin, auch mal gespannt, den zu testen, aber es geht natürlich um Yunus Malli. Ihr seht auch, der führt alles aus, jeden Freistoß, jeden Elfmeter. Und ich will das mit billigen Spielern machen. Also maximal, ja, 35k oder so, würde ich sagen, da ich habe ja ein paar Münzen und man kann die auch immer wieder verkaufen. Und übrigens haben wir hier meinen Kutschke auf der Bank. Mit neuen Spielen 13, 5 und 6 Vorlagen. Nicht schlecht, aber heute geht es halt um Yunus Malli. Und dass die Gegner ihn ertragen müssen. Ich hoffe, sie werden leiden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins erste Spiel oder nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich beim Spiel wieder. Aber noch ganz kurz davor, und zwar ganz kurz vor dem Spiel, möchte mal kurz auf seine Stats eingehen, und zwar natürlich seine Karte ist hier 79 Pace, 75 Shooting, 80 Passen, 86 Dribbling, 64 Physical und die 42 Defending sind natürlich irrelevant. Aber er hat 86 Dribbling halt auf der Karte stehen, 88 Agilität, 86 Balance, 81 Acceleration, 82 Ball Control, 88 Dribbling als Stat, als normaler Stat halt in den Stats halt, versteht ihr, nicht Karte, sondern der normale Stat. Bei 88 liegt der, also ich erwarte schon ein bisschen was von ihm. Auf jeden Fall ein richtig nicer 10er, dazu hat er glaube ich auch noch 86 Ausdauer, 85 Vision. Auf jeden Fall eine richtig nice Karte und für 10.000 Münzen oder jetzt vielleicht so 12.000 Münzen, denke ich mal, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Aber jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall mal viel Spaß mit der ersten Partie. Dann bis dann. Ja, und dann gehen wir hier schon hinein in die erste Partie. Gegner wurde hier gefunden. Sein Team heißt Cheat. Wir gucken uns das an. Wir nehmen unsere blau-schwarzen Trikots an und seine Regenbogen-Trikots. Und dann klicken wir hier auf Spielen. Er hat ein BPL-Team. Ziemlich Standard. Mit viel Pace natürlich. Und zwar hat er hier einen Mané auf rechts. Er hat einen Rashford, Firmino, Remy, Bolasie. Dann hat der Jagiel, Kakuzuma, Fellaini im Tor, Karius, der unter Kritik stand am Wochenende. Aber jetzt gehen wir ins Spiel hinein. Und zwar sehen wir es jetzt. Kein gutes Wetter. Aber wir starten die Partie mit unserem Anstoß. Erste Szene gehört uns, und zwar Yunus Malli. Das ist schön gedribbelt und der erste Versuch. Kein Ding für Karius, den aufzupflücken. Dann auch unsere Gegner sofort. Mit Remy, die Flanke wird abgeblockt. Aber nochmal, und da steht der Baum in der Mitte, Fellaini. Kopfball, aber Ter Stegen. Super Parade, lenkt den Ball hier vom Tor weg. Anschließende Ecke, Yannick Bolasie bringt den hinein und wieder unser Gegner. Aber Marc-André Ter Stegen, da kann man sich drauf verlassen. Und jetzt unser Gegner, ein Pass, der ist durch, der Firmino. Der lupft den Ball und der ist drin. Roberto Firmino, der Ex-Hoffenheimer, macht den hier rein. Und das ist schön gemacht. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen. Direkt nach dem Anstoß hier. Kampel dribbelt hier vorbei. Cordoba auf Yunus Malli. Der dreht sich. Und der Schuss. Unfassbares Ding. Yunus Malli. Was für ein Traumtor. Und die direkte Antwort. Unser Kapitän. Unser türkischer Zehner. Hier sehen wir es nochmal. Wunderschönes Tor von unserem Malli. Nächste machen für Loris Karius. Und deshalb steht es 1:1. Und die nächste Aktion, wieder wir. Van Kör, der spielt den Ball hier auf Malli. Der in schönem Zusammenspiel mit Cordoba. Der schickt den alleine durch. Yunus Malli, das lässt er sich nicht nehmen. Und der Jubel, der sitzt auch. Wie wir hier sehen können. Perfekt, der Yunus Malli. Aber ein super Abschluss. Und dadurch steht es einfach mal 2:1. Und wir führen. Der Gegner mit dem Anstoß, mit dem Hacke zurückkehrt, aber den Ball verliert der, das kann ich euch sagen. Und wieder wir hier, Cordoba, da fängt es an zu laggen. Ich weiß nicht, was los war, aber ich spiele den Ball raus auf Alessandrini. Perfekte Ballannahme,
aber die Flanke kommt trotzdem geklärt. Kevin Campbell aus dem Hinterhalt. Trotzdem sein Keeper da, um zu parieren. Die anschließende Ecke bringt Mali hier kurz auf Campbell, aber daraus wird nichts. Und dann ist auch schon Halbzeit. 2:1 für uns. Und wie man sieht, 6:4 Schüsse für uns, 64% Ballbesitz. Ist das schon ganz in Ordnung und zufriedenstellend. Weiter geht's mit der Partie in Halbzeit 2. Gegner hat Anstoß, aber die erste Szene gehört hier uns. Und zwar mit Campbell. Der spielt mal auf Mali. Der geht hier alleine durch, könnte Corbo da spielen, aber er läuft alleine weiter und der Schuss sitzt im Knick. Yunus Mali, nächstes wunderschönes Ding. Und diese Schüsse sind stark und der Gegner bricht das Spiel ab. Wir zeigen das Herz in die Kamera. Aber der Gegner hatte keine Lust mehr auf Liebe und keine Lust mehr auf FIFA nach diesem Spiel. Denn er quittet hier nach diesem Hattrick von Yunus Mali. Auf jeden Fall zwei wunderschöne Tore. Eins war okay. 10,0er Rating hier mit 3 Toren. Das ist halt in seinem ersten Spiel gewesen. Richtig stark dieser türkische Zehner hier von Mainz 05. 7:4 Schüsse, also nur ein Schuss dazu bekommen und natürlich 1% Ballbesitz, weil keine Ahnung was, aber das war's mit dieser Episode, mit der ersten Episode von Have to Beer Him und unser Gegner konnte ihn nicht ertragen, denn er ist einfach schon rausgegangen, er konnte es einfach nicht mehr und deswegen würde ich sagen, Mali ein guter Spieler für diesen Abschlusspreis vor allem, nicht schlecht, seine Schüsse gehen ziemlich ab, immer platziert gewesen. Aber wie schon gesagt, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein Bild zu Yunus Mali in vom Karte geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihn natürlich kaufen. Wenn nicht, dann nicht. Also mir ist es egal. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr Kritik habt, natürlich rein in die Kommentare damit. Aber jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.